Und hier kommt The Ship. Das sind 8 Level. Also kleiner als der Wald. Guck mal, die Vorfahren der Wumps. Das extra Leben krieg ich so gar nicht, ohne zu sterben. Also, nach oben drücken. Nach oben halten. Und dann loslassen. Je mehr Schwung man aufgebaut hat, ist doch ganz klar, desto besser funzt das hier auch. Die Stacheln, die tun uns mächtig weh. Deswegen nutzen wir diese Möchtegern-Wumps. Die Wumps auf Wisch. Nee, ernsthaft, ich weiß nicht, wie die heißen. Vielleicht sind das ja wirklich die Wumps. So, wir kommen nicht rechtzeitig dahin, um die Brücke zum Beispiel hier auf die Beine zu stellen. Das war, ich muss zugeben, als kleines Kind von 5, 6 Jahren habe ich das nicht sofort geschnallt, ich Idiot. Also ich habe die Brücke nicht dahin gemacht, wo ich euch gerade gezeigt habe. Sondern ich wollte halt einfach über die Stacheln gehen, aber da reicht das Zeitlimit nicht. Ja, du sollst einfach nur dafür sorgen, dass der Kompagnon hier rüber watschelt, damit du auf dem Steinfuzzi läufst. Das fand ich dann auch genial, als ich rausgefunden habe. Denn zu dem Spiel gab es keinen Spieleberater. Ja, es gab die Nintendo Hotline, aber die durfte ich nicht alle Jubeljahre anrufen. Was glaubt ihr denn? Aber Fun Fact, ich habe das Spiel gelöst. Selbst. Alleine. Ohne Hilfe. Hat vielleicht nur ein bisschen gedauert. Sowas tue ich mich echt schwer einzuschätzen, wie lange ich als Kind an irgendeinem Spiel gehangen habe. Es fühlt sich immer so viel mehr an, als... Oh. Als man tatsächlich damit Zeit verbracht hat. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das vielleicht auch? Man denkt, man hat so viel Zeit da reingesteckt. Stimmt ja gar nicht. In manchen Fällen. Stimmt ja gar nicht. So, hier im Bug des Schiffes. Alter, ich kann doch hier hoch, ne? Stark. Doch wo sind die Items? Eins habe ich. Habe ich hier eigentlich einen? Nee. Ich habe keinen Checkpoint. Ich kann nicht erkennen, wie viele der 3 Items wir schon im Kasten haben. Meistens ist es ja an einem Screen. Da hat man es ja schon im Blick. Ich musste gar nicht da unten lang. Das ist das Witzige. Ich musste eigentlich nicht lang. Ich komme da jetzt auch ganz schlecht dran. Er hat mich zerquetscht. Was ist das überhaupt genau? Ich kann bis heute den Pixelhaufen nicht richtig deuten. Also die Krabben, klar, aber das andere sind Matrosen. Die sehen aus wie Ritter, habe ich immer gesagt. Und das sieht bis heute aus wie so ein Schweißbrenner, oder? Gehen wir mal den normalen Weg. Nicht meine Sternstunde gerade. Ja, weil die Plattformen sich so da rein verschoben haben, meine Herren. Auch hier hätte ich schon längst wieder zum Ziel laufen können, aber ich suche die Special Challenge Force. Ich komme nicht mehr runter jetzt. Gibt's noch? Ah, doch, hier, so. Das geht. Da würde eine Quetsche tot ja eben auch für die Katz. Da tut man nicht alles für einen Regenschirm. Ich meine, am Ende hat Pauline irgendwie einen Schrank mit 100 Regenschirmen. Wozu, fragt man sich? Wozu? Das kostet mich mehr Leben, als ich brauche, ne? Kostet mich mehr Leben, als ich brauche. Naja, nicht mein Favorite-Level. Aber auch nur, weil ich schlecht war. Ja, und hier muss man schon ein bisschen früher loslassen. Damit man nicht so weit nach oben geschleudert wird. Akrobatisch! Fein! Ich würde auch gerne mal Mario vs. Donkey Kong Let's Playen. Das habe ich halt noch nie Let's Playt. Ich habe, glaube ich, einen Let's Test gemacht. Das Ding ist, das kenne ich halt nicht so gut, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da aufs Maul krieg und mich nicht auskenne, ist deutlich höher, dass ich an irgendeinem Rätsel hängen bleibe, weil ich gerade auf dem Schlauch stehe. Das kann durchaus passieren. Die Handtasche gibt's geschenkt.
Auch hier, ne? Wir kommen da nicht durch. Wir sind zu klein. Was tun? Schieben lassen. Schiebung. So, und die Leiter dient einfach nur dazu, dass du zurück an den Start kommst. Weil wir wollten unbedingt Paulines Hut einsammeln. Hat er dann mehr Pluspunkte oder was? Okay, die kann ich tauchen. Die kann ich deuten. Das waren für mich, haltet euch fest, als Kinder. Als Kiddy habe ich gesagt, das sind Astronauten. Stark, oder? Die Astronauten hier auf dem Schiff. Nix drin mit Taucher. Seid doch mal nicht so absurd unterwegs. Das sind Astronauten natürlich, weil du von hier aus in den Weltraum startest. Gut, jetzt muss ich aber auch mich selbst verteidigen. An Bord von so einem Schiff läuft man jetzt auch nicht die ganze Zeit im Taucheranzug rum. Übrigens, nur eins der Schlösser funktioniert. Und zwar dieses. Die anderen sind Fakes, da kann man nichts machen. Da kann man nicht durch. Der Schlüssel passt nicht, du findest keinen Schlüssel dafür. Später kommen noch unsichtbare Schlüsseltüren. Das wird noch, oh mein Gott, ich habe Sachen im Hinterkopf. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Oh ja, ein Bosskampf, der ziemlich RNG ist. Ich glaube, die Speedrunner haben in dem Spiel auch keinen Spaß. Weil hier ist RNG. Donkey Kong hat nämlich einen Hebel. Und Donkey Kongs Hebel öffnet den anderen Hebel. Mein, wo ich jetzt dran komme, verhindert, dass die hier mich platt machen. Aber guck mal, ich kann immer noch nicht dahin, weil ich warten muss, bis DK das öffnet. Ich hatte schon alleine bei den Retro-Achievements, als ich diesen Level möglichst schnell lösen sollte, jetzt hat das. Muss ich auch andauernd warten. Bis der sich mal dazu hinablässt. Verdammt. Da kam nichts, um mich abzuholen. Das ist schwierig. Aber gemeistert, weil da noch so ein Klotz runterkommt. Guten. Und was jetzt? Ja, als ob uns das aufhält. Haben die uns jetzt ernsthaft diesen Sprung aus dem Handstand simuliert und demonstriert? Damit habe ich mich früher nie fortbewegt. Immer fortbewegt. Schmaler Grat. Ich habe mich damit früher immer fortbewegt und bin möglichst hoch gesprungen. Inzwischen bevorzuge ich den Seitwärtssprung, der schneller geht und auch höher reicht als der hier. Ja. Hier herrscht eine freundlichere Atmosphäre, aber warum gibt es hier auch Elektrizität in den Seilen? Ist doch kein Sendemast. Ups, das sagt. Deswegen lass mal los. Das nämlich ist ein Instant Death. Elektrizität. Gar nicht gut. Ich will auch das One-Up. Was ist das denn? Soll ich die Mülltonne nehmen? Ich muss warten, bis er dahin latscht. Ich könnte aber einfach auch den Alter, bist du wahnsinnig? Also, der heutige Partner, der schreibt Geschichten. Der schreibt Geschichten. Das ist ja unglaublich. Da bin ich auch schon am Grübeln, ob wir das beibehalten wollen, wenn die Welten noch schwerer und größer werden. Zwei Welten in einem Part. Könnte das letzte Mal gewesen sein jetzt. Aber die Welten werden wirklich länger. Ich würde es, denke ich mal, bevorzugen, wenn wir ab jetzt pro Welt einen Part machen. Also vertrauen wir nicht weiter dieser Mülltonne, sondern meinem Schlüssel. Nämlich dem Schlüssel zum Erfolg! Gut.
Jetzt habe ich das One-Up nicht mitgenommen. Aber Hauptsache, ich habe gezeigt, wie es geht. Muss ja nicht in einem Ablauf zwingend passieren. Wenn ich mich schon verrenke. Für den verdammten Hut. Ja, und das waren auch dieselben Sachen in Mario Odyssey, die man sammeln sollte für Pauline, wenn ihr euch erinnert, ne? Der Hut, die Handtasche und der Regenschirm. Oder ist es ein Sonnenschirm? Hier gilt es, schnell zu sein. Sehr schnell sogar. Ja. Das ist der ganze Witz. Das ist vergleichsweise knapp bemessen. Ein Astronaut wäscht den anderen. Ein One-Screener. Mhm. War bei Mario Maker ab und zu eine große Sache, die One-Screen-Level. Haben Sie sich auch von Donkey Kong 1994 abgeschaut? Ich denke nicht. 3-7. Dann haben wir heute aber einen saftig großen Part zusammengestückelt, oder? Ich finde schon. Guck mal, im Unterwasserbereich gibt es wunderbare Quallen. Die Qualen der Quallen. Das da, genau, wir brauchen den Dude. Den unteren, der muss nämlich runterfallen, damit er uns da runterschieben kann. Achtung, ich will... Anders geht's nicht. Mario kann nicht kriechen. Er kann sich nur blöd ducken. Amateur. Es macht so Spaß, das Spiel zu spielen. Das ist unglaublich. Ich weine vor Freude. Es macht wirklich Spaß. Ah, jetzt macht ihr die Tür zu. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Ich habe jetzt aber nicht jedes Mal drauf geachtet. Manchmal macht er halt die Tür zu, manchmal nicht. Konfrontation! Alter, voll auf Segel hoch jetzt. Das ist der Witz. Du sollst von ganz unten die Fässer nach ganz oben kriegen. Und das am besten unfallfrei. Bist du Vollkasko versichert, oder? Wie machen wir es am besten? Ein langer Weg. Und Nummer 2. Oh mein Gott, das war ein Attentat. Na, wer trifft besser, ne? Kein Zielwasser getrunken, oder wie? Ob Skill oder Fail, es macht eine Heidengaudi. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Part wieder dabei. Bei Donkey Kong 94 für den Gameboy. Daumen her, dann gibt's mehr. Natürlich holen wir uns noch die ganzen M's jetzt. Ne? M und M und M und M. So, jumpen wir zurück. Da ist was am Horizont zu sehen hinter DK. Das könnte sein Ziel sein. Aber mal schauen. Ich glaube, es ist einfach nur ein Leuchtturm. Gut. Welt Nummer 4 im nächsten Part. Wir gucken nochmal, was es ist. Oh, da sind aber auch knackige 12 Level. Im nächsten Part. Also Freunde, bis dann und ciao!